Heute startet hier das digitale Innovationscamp der Jungen Union Deutschlands. Wir haben ein spannendes Programm. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans ist bei uns. Christian Baldauf, der Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und natürlich auch Tillmann. Wir wollen eure Ideen hören und dafür brauchen wir das Innovationscamp, weil es jetzt darum geht zu zeigen, dass wir nur mit Innovationen aus der Krise kommen und wir wollen gemeinsam mit euch einen interaktiven Leitantrag erarbeiten. Einen Antrag, der so einmalig ist in Deutschland. Unsere 100.000 Mitglieder haben die Möglichkeit, digital zum Thema Innovation zu diskutieren. Wir gehen jetzt gleich live und es erwartet uns wieder ein JU-Event, das Maßstäbe setzt. Wir wollen gemeinsam mit unserem interaktiven Antrag zeigen, dass wir nicht vorher schon Papiere festlegen und dann darüber diskutieren, sondern dass ihr als erstes eure Ideen einbringt und wir anschließend einen gemeinsamen Leitantrag fertigen. Dafür haben wir gemeinsam digital in den Zoom-Konferenzen diskutiert mit Experten, mit euren Meinungen. Dort ging es unter anderem beispielsweise um das Thema der Energiewende, um die Frage, wie wir Industrie der Zukunft entwickeln, aber auch um E-Health, Plattformökonomie und Startups bis hin zum Smart Farming und der neuen Arbeitswelt war alles dabei. Eure Ideen sind der Maßstab für dieses Innovationscamp. Aber natürlich haben wir auch mal wieder gezeigt, dass so etwas digital funktionieren kann. Ich freue mich jetzt insbesondere natürlich auf den Deutschlandtag, aber auch auf alle weiteren interaktiven Formate, weil die Mitmach-JU lebt davon, dass ihr euch einbringen könnt.